Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Kaiser. Mit mir wieder dabei natürlich der gute Anno. Moin moin, Leflüt. Jo, und wir gehen auch gleich in die nächste Runde, denn wir sind hier quasi nahtlos im Jahre 1706 stehen geblieben. Das schlechte Wetter zerstörte Teile ihrer wertvollen Vorräte. Nein. Kann es eigentlich sein, dass unser Kornspeicher irgendwie ein bisschen am Verfallen ist? Ja, weil es schlecht. Also, wie gesagt, gerade kam auch die Ansage, das schlechte Wetter hat Teile ihrer Vorräte zerstört. Oh. Dementsprechend verkaufen wir hier erstmal gar nichts, glaube ich, weil. Oder? Das kann dann auch sein, dass dann. Okay. Oder meinst du, wir sollen was verkaufen und halt ein bisschen weniger Reserve? Kannst du die Zahl eigentlich genau eingeben, die du verkaufen willst? Ja. Mach über 1700. Also ich kann es mit der Maus nach oben und nach unten ziehen. Das ist das Eingeben hier. Okay. Wey, fast die 10.000. Okay, es ist halt alles jetzt wieder nach unten gegangen. Inklusive Einwohner. Ich meine, gut, desto schlechter das Wetter, desto eher versterben die. Das kann man ja auch ein Stück weit damals zumindest nachvollziehen. Ja, so wieder wenn bei man so auf so Heubetten schläft und so ähnlichen. Mhm. Aber die Punkte sind nach oben. Ja, Bevölkerung nach unten, Punkte nach oben. Naja. Ja, Politik halt, ne? Da würde ich aber sagen, machen wir in der Runde gar nicht viel einkaufen, sondern gleich weiter, oder? Ja. Also so viel Geld hatten wir eh nicht, wir waren glaube ich unter 10.000, ne? Oh, Mann. Ja. 42% der Vorräte sind verrottet. Jo. Mhm. Funktioniert das eigentlich wie im Mohunjagd? Dann schießt man den Hasen nach unten. Daneben heute kein Hasenbraten. Oh Mann, ich kriege ihn gar nicht, Mann. Ich klicke aber mal sowas aber von raus. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Gimmick im Hintergrund, aber okay. Ich klicke die ganze Zeit. Sag mal, ich krieg den doch. Da ist doch. Naja. Na gut. Das waren halt Vegetarier, wenigstens die das der Vogel programmiert haben. Wenigstens der Vogel. Nein. Gut. Möchtest du Taube zum Abendbrot? Das war doch keine Taube. Oder das Möwe? Das war Bussard. Klar, mindestens. Mindestens. Gleich next round, weil wir haben nur 8000. Oder willst du noch irgendwas kaufen? Ich wollte nur noch mal genauer gucken. Oh, das sieht aber jetzt wieder besser aus. Sonnenschein. 37.000. Hm? Ja. Ja, und gleich kommen wieder. Ja, nee, ist klar. Gleich knistert's wieder im Schlafzimmer, weißt du? Ja, ich frag mich das auch. Also, gut Wetter, rammel, rammel, schlecht Wetter. Ja, wobei, eigentlich glaube ich eher, dass sie beim Schlechtwetter gerammelt und dann. Weißt du? Weil, was soll man sonst? Stimmt. War ja damals, als in New York der Strom ausgefallen ist, genauso. Ja. So. Jetzt weiß ich, wie wir hier die Geburtenrate nach oben treiben konnten. Einfach immer mal wieder den Strom abschalten. Jetzt weiß ich, was die verdammte EEG-Umlage soll. Jetzt wird mir auch einiges klar, was Aufschwung Ost anbelangt. Immer wenn wir Energieprobleme haben, geht Berlin aber mal sowas von in die Höhe. Boah, in einem Monat 30.000? Die müssen dann ja bei Die müssen aber ihr wisst schon. Die müssen ja kanickelt haben wie die Vögel, genau. Dass das innerhalb von einem Monat funktioniert, genau. Okay. Also unsere Einwohnerzahl hält sich irgendwie so um die 2300 rum irgendwie. Okay, fast 2,4 sind's. Muss es denn größer werden eigentlich? Tendenziell gefragt mal so. Mit der Zeit macht ein größeres Reich schon mehr her, ja. Dann vielleicht ein Haus, ein Feld? Mal so ein bisschen aufteilen. Ich glaube, unsere generelle Hürde hat sich eh schon auf 7500 irgendwie runtergesetzt. Hm. So grob. So. Bringt es eigentlich was, die Felder näher bei der Mühle zu bauen? Naja, die sind ja direkt. Naja, ich meine, oberhalb der Mühle ist ja eigentlich
wäre es ja dichter dran als sie jetzt noch weiter südlich. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube aber, es zählt eher, ah, hast du eine Mühle, dann wird das so. Du könntest sie theoretisch wahrscheinlich auch hier hinten irgendwo ins Eck bauen. Achso, okay. Würde also trotzdem funktionieren. Gut. 10 Jahre im Amt, naja. Ohne Wahlen. Wir sind leider immer noch Herr. Wahrscheinlich bereue ich jetzt schon, dass wir nicht einfach auf 17 oder 25 gegangen sind, aber egal. Och. Das ziehen wir jetzt durch. Oder? Die Hälfte haben wir doch schon fast bis 17, 25. Ja, nur ich glaube die Titel noch nicht bis 17, 25. Aber gut. Sei es drum. Macht doch nichts. So, Mieteinnahmen 1646. Das sieht doch schon ganz gut aus. Gut. 1 und 1 wieder. Also, Kornfeldhaus. Ja. Mein, zu viele andere Häuser gehen nicht, also jetzt noch irgendwelche Gastwirtehäuser, nee, schenken und sowas. Mein, zu viele Häuser macht auch keinen Sinn. Wie gesagt, Na gut, irgendwo müssen sie ja wohnen. Ja, ich sag nur, wie gesagt, wenn wir dann hier jetzt hier 50 Häuser hinklatschen, irgendwann mal ist es auch vorbei, ja. Dass die Mieteinnahmen nicht mehr hochgehen. Irgendwo stand auch mal. Kannst du nicht eigentlich darüber auch bauen, über dieses Kartenmenü, oder warum sind da diese ganzen anderen Gebäude? Ne, man kann nur, wenn man quasi anklickt, das und das kaufe ich, dann kann man, kommt man ins Baumenü. Okay. Ja. Übrigens, hier steht alle, sie besitzen 3 Häuser, alle sind bewohnt. Da muss man also auch ein bisschen drauf gucken. Gut, alle sind bewohnt, heißt so viel wie, sie besitzen ein Mehrfamilienhaus, einer wohnt drinne. Ja, alle sind bewohnt, heißt zumindest, Also voll bewohnt, dann würde ich verstehen, okay, ist es... Alle, ne, sind bewohnt, heißt im Prinzip, sie haben keins, das leer steht. Hm. Ist zumindest schon mal besser, weil wie gesagt, sobald du eins hast, das leer steht, das kostet dann nur Unterhalt. Hallö. Oh. Vor allem, wir haben relativ viel... Hast du den Spezialdünger benutzt, ja? Yep. Ja, können wir doch erstmal so lassen, oder? Ja, komm, geh auf 25. Ja, wenn du es so sagst, dann mache ich das natürlich genau. Ja, toll. Was denn? 70 Einwohner wurden geboren, 71 verstarben. Ja, toll. Na gut, man muss es ja mal hochrechnen. Es ist ja hier nicht monatsweise wie bei auch schon was. Es ist ja hier jahresweise, ne? Ja, schon, aber... So, dann ein Haus. Wie gesagt, bei Häusern bin ich vorsichtig. Noch ein Feld und noch ein Haus, würde ich sagen. Grünen Teile hier kann man übrigens nicht abbauen. So ein bisschen schade. Ich hätte eigentlich mal gehofft, dass es irgendwann quasi so animiert ist, dass das alles dieselbe Farbe annimmt, aber... Alles dieselbe Farbe, alles gelb? Ja, das ist alles entweder grün oder gelb. Also gelb heißt gesät, grün geerntet oder irgendwie so. Also man kann teilweise drüber bauen, aber ja. Gut, gehen wir ganz kurz noch hier drauf. Alle Häuser sind bewohnt, das ist schon mal gut. Sie ernten von 26 Feldern. Ja, machen wir weiter, ne? Ja. Hey! Hey! Siehst du schon was? Ja. Partei, neuer Titel. Baron. Ja, jetzt müssen wir auch gleich mal reingucken, ob wir beim Militär schon was machen können. Mhm. Okay. Es wird sich hoffentlich... Können wir denn eigentlich auch angegriffen werden? Kannst du eigentlich jetzt den Hasen schießen? Nee, ich fürchte, es waren tatsächlich... Okay. Ich kann es noch ein paar Mal probieren, aber ich fürchte, es wird immer dasselbe dastehen. Jetzt ist wieder was Kleines Neues, und zwar müssen wir jetzt einstellen... Okay.
Okay. Wie viel unsere, oder wir können einstellen, wie viel unsere Bevölkerung kriegt. Das ist das linke hier, also das Dorf. Und rechts ist quasi das Militär. Okay. Nachdem wir da aber noch keins haben, können wir das, glaube ich, erstmal noch bei null lassen. Also ganz rechts oder Mitte? Das ganz rechts. Mitte ist quasi unser Kornspeicher. Da, wo die ganzen Ratten hier gerade das Ding deshalb klauen, deshalb gehe ich jetzt hier mal auf weiter. Aha. So. Mittlerweile haben wir nämlich auch Einwanderer. Oh. Die kommen zu den Einwohnern noch dazu. Mieternamen sind aber sehr schön. Ihre Armee erhielt Zoll von... Okay, wir haben doch eine Armee. Wir haben dann eine Armee, okay. Das heißt, wir müssen, sollten denen da doch vielleicht mal was machen. Okay, da ist noch unsere Steuereinnahmen. Justiz, Zölle, Einkommensteuer, Mehrwertsteuer. Genau. Wo wir überall einstellen könnten noch, okay, so und so viel. 25% Zoll, Halleluja. Gerecht, würde ich mal sagen. So. Willst du einen Zoll runterstellen? Nö. Nö. Wenn der bisher da war, dann wird er auch seine Richtigkeit haben. Ich fand's nur krass. Weil ich kenne ja so manche Zollsätze. Dann ja. Wir sind aber bei 2500. Okay. An Volk. Punkte so. 12. So, noch ein paar Felder und noch mal ein Haus, würde ich sagen. Mhm. Sein, dass die Häuser auch immer teurer werden? Die Preise ändern sich so ein bisschen, ja. Kann okay. auch mal wieder billiger werden zwischendurch, aber... So. Gut. Kurzer Check noch, ob auch alle bewohnt sind. Jo. Ihnen unterstehen 60 Milizsoldaten. Es ist ihre Volksmiliz. Naja, okay. Okay. Das heißt, wir sollten auch hier eigentlich Zugriff haben. Sind alleine auf der Welt. Militär ist unnötig. Achso, okay. Ah, schade eigentlich. Wir sind alleine auf der Welt. Das heißt, wir können gar nicht angreifen. Ist ja auch schlecht. Jetzt gibt's keinen Gegner, oder was? Scheint so, ja. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, da ist irgendwie Ding mit dabei. Computergegner. Aber demnach... Ist ja uncool. Okay. Naja. Ja, mal strange. So, 30. So. Gut so? Mhm. 48, ja, okay, ist wieder ein bisschen runtergegangen, aber unsere Mieteinnahmen sind durchaus, ja, annehmbar. Ja. Steigen zumindest sehr gut. So, da ist alles ein bisschen runtergegangen, aber das ist sehr gut. Ich meine, die Bevölkerung ist auch runtergegangen von dem her. 16.000 haben wir noch zur Verfügung. Zwei Felder? Joa. So. Das schlechte Wetter. Oh Mann. Was? Schon wieder. So, jetzt wird es vor allem wahrscheinlich das erste Mal knapp mit hier unseren Vorräten und so. Weil wir es so aufteilen müssen. Ja. So, hätte ich gesagt. Mhm. Ja gut, ich meine, dass mehr Leute versterben, ist ja wieder so ein bisschen, ne? Oh, aber hier ist wieder ein bisschen hoch. Da war irgendwas mit 600 letztes Mal. Ja. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal dabei und hoffen, dass das Wetter wieder besser ist. Hier sieht es ja noch nach Sonnenschein aus. Ja, vor allem ist die Vögel zwitschern schön, weißt du? Mhm. Kaum gucken wir dann auf unseren Hofgewitter. Die Regenwolke hängt nur genau über unserem Haus. So, wir können jetzt hier übrigens auch erstmal auf Weitergehen, das Ganze hier einstellen und dann erst auf Zurück. Gucken, dass wir den Rest verkaufen. Wissen. Mhm. Genau. 10, 15? Ja.
161 Einwohner und 63 verstarben. Boah, Mieteinnahmen sind auch ganz schön. Ja. Das ist fast, egalisiert fast die Felderkosten. Aber auch nur fast. Ja. Kann ja auch nicht alles haben. Nochmal ein Haus. Ja. Aber das mit den Gegnern ist jetzt schon ein bisschen schade. Weil ich hatte eigentlich gedacht, dass da Computergegner dann gegen uns antreten. Und dann. Aber. Naja. Das heißt, wir können doch nicht mal die anderen Länder einnehmen? Korrekt. Oh. Okay. Wir können ja nicht mal auf Militär zugreifen, weil. Merk. Also zumindest haben wir Militär, auch wenn wir es nicht ersetzen können. Ja, wir haben Verteidiger-Militär, wie auch immer. Mhm. Gudi. Okay. Yay, wir haben 2 neue Einwohner dazu bekommen insgesamt. Und schon geht's hier aber sowas von hoch. Das ist wahrscheinlich die Mehrwertsteuer dann, oder wie? Ja, die wird jedem Kind direkt von der Wiege abgezogen. Mhm. Kaum geboren, kriegst du erstmal einen Schuldschein in die Hand. Ja, genau. Klär nicht so rum, hier ist ein Schuldschein. Kannst du überhaupt bezahlen, mal, wenn du jetzt hier schon so am Rumschreien bist? Zahlen Sie innerhalb von 2 Monaten oder Sie landen auf dem Kerker. Im Kerker. Genau. So, kurz mal noch die Dinge angucken. 2624 Bevölkerung. Okay, das ist schon ganz gut eigentlich. 7 Häuser sind alle bewohnt. Sie ernten von 31 Feldern. Ja, das klingt doch alles durchaus positiv. Jetzt bräuchte man nur noch einen Gegner. Wir wollen Gegner, keine Opfer. Ja, 130.000 ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Ich frage mich ja gerade, wenn es keine Gegner gibt, in welches Ausland verkaufen wir denn dann eigentlich? Ja gut, es gibt ja schon Ausland. Da ist halt keiner. Ja, wenn das aber nicht da ist halt, wird. Da ist halt keiner, aber es gibt schon. Also. Man darf sich auch zu Recht fragen, wo dann die ganzen Einwanderer herkommen, wenn es eigentlich kein Ausland gibt. Tja. So, was mich jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen stört, ist, ja. Gerade bei unserem Dorf, ja. Dem kleinen Städtchen, was wir gebaut haben. Ja, ist hier so ein bisschen, gerade dieser Baum hier zum Beispiel. Okay. Hätte ich jetzt so als Marktplatzmitte gedacht, das ist so. Nee, das muss weg. Okay. Kriegen wir dafür Geld? Oder? Ja, ja. Was denn? Wenn du meinst. Gute Eichenbäume und so, die waren damals viel wert. Das ist aber kein Minecraft hier. Hm, okay. Wo man aus Eichenbäumen noch was logisch, was Gutes gewinnen kann. Ja. So. Gut, also so ein bisschen drüber bauen geht hier, wie du siehst. Mhm. So, und da wo der Baum war, da kommt jetzt das Haus hin. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, kurz nochmal zur. Okay, auch das 8. Haus ist bewohnt. Yay. Gucken wir mal noch in die nächste Runde. Och, nö. Schon wieder schlecht Wetter. Das ist unser größter Feind, das schlechte Wetter. Wir müssen ihn besiegen. Ja, mach mal. Wie? So. Ein Stoßgebiet gegen Himmel schicken. Oh, uns kam ein Einwanderer. Yippie. Dadurch haben wir einer. Auch. Nee, 41. Achso.
dadurch haben wir auch positive Bevölkerungsbilanz. So. Und sind wieder reichlich gestorben. Mhm. So, dann würde ich sagen, ein Feld noch. Ja. Zum Ende der Runde und zum Ende der Folge. Oh, ist schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Ich sage aber schon mal danke fürs Zuschauen und ja, übergebe das Wort an den wahren Gegner, an Anno. Ich bin der Gegner. Okay. Ich glaube, wir müssen noch eins machen, wo du mir sagst, was ich für dich machen soll. Weiße Fahne hissen. Ja. Na gut, aber dann in dem Sinne, Hummel, Hummel, Mors, Mors und dann, ja, vielleicht kommt ja, taucht ja noch ein Gegner auf.